Hallihallöde. Heute mal wieder Zeit fürs Dampfen. Heute macht mal wieder ein Video von Mechmod. In diesem Fall die Purge für Wien. In meinem Fall mal wieder Style, so Klon. Ja, hat mir so gefallen, aber man muss auch schon tief ins Portemonnaie greifen, um die zu kaufen. Daher hat man D-Mark geleistet. Das Schöne ist, hier passt ein 18650er Akku hin. Rein. Dazu ist auch eine Hülse mit bei. Das heißt, 18650er Akku, der Hülse rein. Rein geht er. Oder man nimmt einen 20700er. Da passt man ja auch rein, dann ohne Hülse. Ja, so sieht dann aus. So, der Fährtaster, der gefällt mir auch ganz gut. So, also hier ein bisschen, Totenkopf mit Krone, so schön eingraviert. Da wieder mit so einem Druckknopf. Schrauben. Das Schöne daran ist, weil das so groß ist, er wird nicht heiß. Wenn man viel feuert hier, die Wärmeentwicklung ist minimal. Wie man sieht. Wenn ich jetzt unten raufdrücke, kommt hier der Knopf raus. Ja. So sieht es dann aus, die Hülse nochmal. Schönes Gerätchen. Und wir Samtschrauben. Zacki, zacki. Auch hier wieder 25A. Das heißt 35 Ampere Akku. Pluspol. Wieder nach unten. Das wieder Kappe rauf. Gibt so verschiedene Farben. Schwarz-Gold, gibt so dieses Rot mit Gold und Silber und sowas. Also das ist mir am besten gefallen. Ja. So, 15 Anschluss. Das ist auch so ziemlich üblich hier. Fast jeden. Dann der Kupferring, dieser Anschluss hier von dieser Hülse. Dann hat man hier Verdampfhoffmann, den V5S. Oh. Könnte ein bisschen breiter sein, der Kopf, aber wie gesagt, das ist ein Millimeter hier. Und das ist mir egal. So ist eigentlich eine schöne Kombi, sieht eigentlich gut aus. So, wollen wir mal gucken. Der ist aber ziemlich schwer, also das ist Stahl. Mit dem Tick war gesagt, mit dem Preis einfach nur vergoldet. So, alles schön eingraviert. Ja, hier ist ein König drauf eingraviert. Oh. Auf jeden Fall eine Queen. Ja, was der Queen ist, nicht der King. Weil gibt es auch nochmal als King die Purge, ja, ich habe die als Queen. Ja, schönes Maschinchen, wie gesagt. Ich werde mal testen, ob das funktioniert. Ach, einfach nur genial. Problem wird auch hier, nehme ich mal an. Das habe ich dann neu probiert, weil ich nur zu Hause probiert habe ja. Ich bin ja begeistert. Aber das ist eigentlich zu schade für Baustellen, fürs Auto, für halt viel unterwegs sein. Wird es nicht so gut sein. Ja, durch die ganzen Gravuren, da wird sich irgendwann der Staub oder auch der Dreck sammeln. Ja. Man muss es öfters putzen. Also wer Lust hat, viel zu putzen, kann er noch für unterwegs benutzen, ja.
Aber wie gesagt, jeder, der die Preise kennt von diesen Teilen, dieser Purge, ist fast so schade, ja. Wenn ich auf Bosch bin, das Ding fällt aus der Jacke, ja. Oh, das tut dann schon weh. Also so im Großen und Ganzen. Auch hier kann man mir sagen, einen großen Daumen hoch, Preis-Leistung, einfach nur perfekt. Mir gefällt er. Außer meiner Meinung ist er relativ, ich würde sagen, schönes Teil. Ja, das Schöne ist mal, man braucht nicht viel zu erklären, ist einfach nur eine Hülse, Akku rein, fertig, ja. Außer ich finde einfach nur genial, ist einfach nur, ha. Wenn man die Videos kennt, ja, ich mag die Dinge einfach. Von den Meshboards halt zu viel, aber von diesen normalen geregelten Akkuträger fast keinen. Ja, weil die sind einfach robust, die Dinger, die halten, ja, es ist nicht viel, was kaputt geht, einfach nur großer, großer Pluspunkt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute von mir. Wenn da Fragen sein sollten, einfach unten in die Kommentare mit reinschreiben. Ich würde auch gerne Fragen beantworten. Oder machen wir ein Video, wenn es gewünscht ist. Ja. Da wollte ich sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschalten und auch fürs Video angucken. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Ja, oder schreibt einen Kommentar, wie gesagt. Ich würde gerne antworten. Naja, das war jetzt mal ein schönes Wochenende oder schöne Arbeitswoche. Wie auch immer. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Spätestens in einer Woche zum neuen Video. Bis dahin, gut Dampf, wir sehen uns.